Grüße aus Wien-Strebersdorf. Ich bin Flo dabei und jetzt geht es auf die letzte, nämlich die 24. Etappe vom Wiener Rundum-Rundum-Wanderweg. Und da nehme ich euch einfach mit. Ja, es fahren nämlich jede Menge Autos und jede Menge Leute mit Kinderwagen und Radeln sind da. Wir haben offensichtlich eine sehr verkehrsreiche Zeit erwischt. Und geht munter drauf los, nämlich da über den Gehsteig durch ein relativ wenig ansprechendes Industriegebiet. Diese 24. Etappe ist noch ein bisschen länger, nämlich knapp unter 8 Kilometer. Und dieses Industriegebiet, das verlassen wir bald, nämlich da vorne gleich, biegen wir links ab und dann begeben wir uns in Richtung Marfeldkanal. Und da wird es dann gleich einiges grüner und einiges ruhiger und wir sind wieder neben dem Wasser. Wien rund um Atomschilder sagt man übrigens vergeblich. Was man aber sehr wohl findet, sind da diese Markierungen, in dem Fall blau und auch vorhin noch in Rot mit einem entsprechenden Pfeil, wo man also sieht, dass man da abzweigen wird. Da oben hat man zum Beispiel jetzt einer in diesem Rotton. Ja, die führen uns jetzt bis zum Marfeldkanal. Dort treffen wir dann wieder auf die Schilder, die den Wien rund um Atomweg markieren. Und das ist deswegen so, weil normalerweise nur der Verlauf des tatsächlich komplett rund um Wien führenden Wegs gekennzeichnet ist und nicht die sozusagen Zustiegsstrecken zu den einzelnen Etappenzielen. Also wenn ein Etappenziel irgendwo abseits des Weges liegt, dann führen da üblicherweise keine von den Markierungen hin, sondern nur maximal die Markierungen von dort aus zurück auf den Wegverlauf. Und an das muss man sich gewöhnen. Das heißt, wenn man vorhat, irgendwie Etappen zusammenzulegen und zu einem Etappenziel zu gelangen, das wirklich abseits des Weges liegt, das gibt es ein paar, dann muss man sich an der Stelle kundig machen, wo man den Weg verlässt, weil das ist unter Umständen nicht angeschrieben. Und das ist auch jetzt bei dieser 24. Etappe natürlich nicht mehr so, weil wir kommen tatsächlich ja nach Nussdorf zurück, wo der Weg auch startet. Dort ist es offensichtlich, weil das ist mir ja weggegangen, das wird man ja hoffentlich wissen. Aber wenn man zum Beispiel von der 23. Etappe jetzt runter will und die 24. Etappe an einem anderen Tag machen möchte, dann muss man da eben schauen, dass man da vorne, wo wir jetzt den Marfeldkanal erreichen, auch richtig abzweigt. Und da steht dann kein Schild. Ähnlich grün. Wir wollen da drüber über die Einzingergasse, nachdem wir die Autokaderstraße entlang gegangen sind. Und wir kommen hier auf einen Fußgängersteg, der über den Marfeldkanal führt. Mal schauen. Ja, das ist doch ganz hübsch da. Den Marfeldkanal entlang haben wir den großen Vorteil, dass wir keinen Autoverkehr haben, sondern maximal ein paar Räder. Und das ist auch gut so, weil sonst könnten wir rund um Atom mit dem Auto fahren. Auch hier schaut es mit Schild leider mau aus, aber glaubt mir das, es geht entlang des Marfeldkanals dahin. Also der blau-weißen Markierung, die man dann im Zaunposten gesehen hat, muss man in dem Fall folgen. Das ist die richtige. Ja, es ist recht auffällig, dass an manchen Punkten, die halt dann wirklich sehr, sagen wir mal, in der Zivilisation sind, diese Schilder fehlen. Da glaube ich fast eher an Vandalismus, als dass man die tatsächlich vergessen hat. Aber gut, man kann sich ja für alle diese Etappen die Karte runterladen und die Karte am Handy, die ist sowieso sehr zu empfehlen. Das, da ohne die sollte man eigentlich nicht losziehen. Und das ist auch hier so. Hier entlang des Marfeldkanals, da ist schon ruhig. Da ist wirklich kein Verkehr, aber außer ein paar Radfahrer und vielleicht noch Läufer. Sonst fast niemand. Und es gibt ja gute Gelegenheit, noch ein bisschen was über diese Schlussetappe zu erzählen. Also jetzt geht es da mal eine längere Zeit noch entlang des Marfeldkanals, den wir dann einmal queren. Dann irgendwann einmal queren wir auch die Donauuferautobahn. Ja, und wenn wir die Donauuferautobahn gequert haben, dann wandern wir am Ufer der neuen Donau dahin, eine Zeit lang, bis wir auf die Donauinsel überwechseln. Ja, das Ganze alles stromabwärts. Ja, und auch auf der Donauinsel geht es dann nochmal für einige Zeit dahin, entlang des Donaustroms, bis wir über die Nordbrücke wieder in Richtung der Nussdörfer Donauleine zurückkehren und dann halt schließlich und endlich bei der Schnellbahnstation Nussdorf eintrudeln werden. Und die ganze Geschichte, ja, da ist mit unter Brüdern 1,5 bis 2 Stunden zu rechnen.
hängt halt davon ab, ob man das gut zu Fuß ist, ob man ein bisschen filmt und fotografiert, aber so wahnsinnig viel wird es da zum Filmen und Fotografieren auch wieder nicht geben, oder zumindest ist nichts, wo man dafür stehen bleiben müsst. Und von daher ist das bald erledigt. Und dann kann man voll stolz in Nussdorf sagen, man hat nach 24 Etappen einmal zu Fuß Wien umrundet. Das ist doch auch was, ne? Wien rund um Adung, schau. Sehr gut. Da, wo sich dann der Feldkanal jetzt deutlich weitet, da kommt man über diese Kammkonstruktion drüber. Und da müssen wir jetzt ganz kurz einmal auf die andere Seite wechseln. Da kommt man dann leider auch dem Verkehr wieder ein bisschen näher. Da sind wir auf einer kleinen Insel mitten in dem Kanal. Und dann geht's da aber gleich weiter. Das ist da eigentlich ein recht hübsches Naherholungsgebiet. Und da drüben durchblinzeln sieht man den Sender Kahlenberg. Und da weiter vorne ganz zart angedeutet, und da vorne vielleicht ein bisschen besser, den Leopoldsberg, bekannt von der ersten Etappe des Wiener Rundum-Adum-Wanderwegs. Ganz nach Walzer Straße müssen wir nicht, sondern links hinein. Und da sind wir jetzt auf der anderen Seite vom Achfeldkanal. Jetzt sind wir da zwar deutlich näher an der Straße, aber da hat man zum Glück noch einen Erdwall aufgeschüttet. Und der ist doch so 3-4 Meter hoch. Und damit, zusammen mit einem Grüngürtel, wirkt es ziemlich gut, dass man auch da noch halbwegs eine Halbung finden kann. Und ich nicht rasend schreien muss, damit man mich auf der Kamera noch versteht. Also, es ist ja eigentlich auch noch ganz erholsam. Ich muss sagen, ist jetzt für den Abschluss dabei noch eine richtig nette Etappe. Wir sind in der Stadt, wir sind sogar wirklich fast schon mitten in der Stadt. Also jetzt nicht gerade in wenig ersten Bezirk, aber doch, da ist überall rundherum noch relativ dicht besiedelt. Und da kann man schon ganz froh sein, wenn man sowas noch als Naherholungsgebiet vor der Haustür hat. Da vorne taucht erneut ein Schild auf. Und das leitet uns jetzt da über diesen Steg drüber. Das machen wir jetzt da. Wenn man da schaut, da vorne, das ist tatsächlich eine langgestreckte Insel. Da ist ein Arm. Das da wäre die Insel. Und da ist der zweite Arm. Und da, wenn man schaut, da geht es da tatsächlich weiter mit Wasser. Und da geht es weiter mit Weg. Also, Wiener Rundum-Adum, Wanderweg. Am Schluss ist er wieder motiviert mit der Tafel. Und da wird es jetzt spannend, denn da geht es jetzt irgendwie über die Autobahn drüber. So, und ein kurzes Stück Straße. Also bitte nicht wieder den Machfeldkanal zurückgehen, das bringt nichts. Wir wollen schon da weiter und haben da vorne dann die Möglichkeit, die Donauufer Autobahn zu überqueren. Ganz gut im Blick, praktisch genau in der Straßenflucht. Das ist der Leopoldsberg. Mit der Kirche oben schön zu sehen. Wir müssen jetzt bis davor zu der Kurve mit der hohen Lärmschutzwand. Und die hohe Lärmschutzwand schützt uns vor dem Lärm von der Donauuferautobahn. Das macht sie eigentlich ziemlich effektiv. Also da ist tatsächlich noch gar nicht viel zu merken, dass man da auf der anderen Seite die ziemlich stark befahrene Autobahn hat. So, damit sind wir. Da kommt jetzt die Überquerung von der Donauufer Autobahn. Auch hier findet sich ein Wiener Rundum-Adum-Schild, was wir da bei diesem wackelnden Plastik nicht lang schauen. Und dann gehen wir uns einmal das Autobahnerlebnis. Also da hat man sogar einen Gehsteig. Das ist ja ganz sensationell. Und da bitteschön, also hier die Autobahn und da die Autobahn. Und auf der anderen Seite auch Autobahn. Also, es ist spektakulär. Zum Glück war nicht so viel los. Liegt aber daran, dass heute Feiertag ist. Und wir haben es also gleich geschafft. Und da vorne geht's dann für uns nach links. Hier ist in der Nähe vom Donauufer einmal ein Schild, das uns jetzt nach links weist. Und dann da drüben wäre eine Wasserstelle, wer also auf dieser letzten Etappe Wasser braucht, das ist hier zu finden. Wir bleiben jetzt heroben am Damm
und gehen nicht runter zum Ufer. Das teilt uns auch da vorne das Schild mit. Und das bleibt jetzt auch so. Das heißt, wir sind immer da ein bisschen näher an der Straße. Haben da aber für den Vorteil da vorne, das, was man da so orange sieht, das ist eine Brücke. Und diese Brücke über die neue Donau, die nehmen wir dann. Und da müssen wir dann auch immer mehr hinauf, sondern wir verlieren die Höhenmeter auch gar nicht erst. Was einem bei der Etappe auch bewusst sein muss, ist, man hat zwar keinen Autoverkehr, aber der Asphaltanteil von diesen 7,8 Kilometer, das da jetzt noch am Schluss zu bewältigen gibt, der ist sehr hoch. Also das sind gut 90% Asphalt. Das ist, ja, je nachdem wie man so drauf ist, begeht man das ganz gern. Oder wie in meinem Fall eher eigentlich gar nicht. Ich bin eher ein Fan von naturbelassenen Wegen, ich weiß schon, auf Asphalt. Da macht man es leichter und da geht man es sozusagen kraftsparender. Mir fängt aber leider alles an zum Wettern. Also ich habe da einfach die falschen Füße dafür. Man hat jetzt einen Steg besser im Blick. Und dahinter hat der Milene und Hauer. Also, wenn man da schaut, riesige Flächen zum Baden, alles frei verfügbar für die Wiener. Das ist schon was Tolles. Jede Art von Wassersport da auf der neuen Donau. Es ist schon ziemlich cool. Wir sind also jetzt auf der Jedlseebrücke und nähern uns da vorne der Donauinsel. Und da geht es dann stromabwärts noch weiter für uns. Jede Menge Wasserpflanzen. Das ist da echt das Problem. Das ist nicht, weil die Wasserqualität so extrem schlecht ist, sondern eher fast quasi relativ gut ist. Das ist da wahnsinnig produktiv, was diese Wasserpflanzen betrifft. Man muss regelmäßig gemäht werden, damit man da nicht sich in diesem Gestrüpp irgendwie verfangt, wenn man jetzt Boot fahren oder schwimmen will. Der Wiener rund um den Dummwanderweg verläuft übrigens auf dem südlichen Teil der Donauinsel. Das heißt also, man muss von der neuen Donau weg hin zum richtigen Donaustrom. Und da, die Donauinsel selber, ist ein ganz beliebtes Gebiet für Radfahrer. Da sind die Wege auch sehr breit ausgeführt, genau zu diesem Zweck. Man muss aber bei diesen ganzen Einmündungen nach einer Brücke oder so schon ziemlich aufpassen. Und die Radfahrer kommen natürlich auch mit einer radtypischen Geschwindigkeit daher. Und wenn man halt wirklich so komplett ohne zu schauen da drüber damelt, das ist natürlich nicht gut. Damit rechnet auch keiner und will eigentlich auch keiner rechnen. Das heißt, man muss zumindest ein bisschen aufpassen, dass man da wirklich links und rechts schaut, bevor man da einfach jetzt diese Blickbreite überquert. Man sieht eh, die Leute sind jetzt nicht mit einer unglaublichen Geschwindigkeit unterwegs, das macht jetzt auch keiner, aber das zahlt sich schon aus, wenn einer mit einem 20er die mitnimmt. Da vorne jetzt, wo sich der Weg teilt, da gehören wir hinunter und haben den Vorteil, dass wir für diesen Teil vom Asphalt wegkommen können. Also, wenn man da runter geht, dann ist man da auf einem deutlich gröberen Belag unterwegs, nämlich auf einem Schotterweg. Und das Fiese dran ist, wenn man da hinüber schaut, das ist jetzt also für die Psyche natürlich keine Wohltat, da drüben, da sieht man jetzt Nussdorf. Eigentlich zum Greifen nah, wir sind jetzt vielleicht naja, 400 Meter oder so weg, mögen es 500 sein. Und das ist aber leider noch nicht gewesen, denn wir müssen da jetzt doch noch einmal so 2 Kilometer entlang, bis wir dann über die Donau drüber können bei der Nordbrücke und dann erst können wir da am anderen Ufer der Donau wieder stromaufwärts zurückhatschen. Und das ist natürlich garstig. Die Donauinsel ist natürlich künstlich angelegt, man hat überall, es ist schon so, dass da halbwegs natürliche Anschlussflächen auch vorhanden sind, aber alles was man da an Bewuchs und so weiter sich ausgedacht hat, das hat man eigentlich das meiste davon neu angepflanzt. Aber es ist alt genug, um dass die ganzen Bäume hier auch schon dementsprechende Größe haben, sodass man da große Teile des Weges im Schatten zurücklegen kann. Das heißt, obwohl man da jetzt am südlichen Donauufer ist, man ist nicht direkt exponiert und hat immer wieder mal schöne Abschattung. Das hat man sich da auch sehr gut überlegt für die Leute. Und wenn wir da nach vorne schauen, sehen wir, das ist eigentlich da ziemlich einsam. Also dafür, dass wir jetzt in einer Großstadt in einem ganz populären Naherholungsgebiet unterwegs sind, man sieht da niemanden,
und hört nur wenig. Und das liegt einfach auch daran, dass die Fläche der Donauinsel wirklich riesig ist. Also das, was ich da vorher gesagt habe, von wegen zig Kilometer, das ist ernst zu nehmen. Das sind wirklich zig Kilometer, die man auf der Donauinsel sowohl nord- als auch südseitig Ufer hat, mit einer entsprechenden Breite dazwischen. Und da findet sich natürlich wirklich für sehr, sehr viele Leute Platz, die die unterschiedlichsten Nutzungen vorhaben. Und deswegen kann man da fast alleine spazieren gehen. Wir rennen jetzt hier auch schon diesen relativ einsamen Abschnitt für ein kleines Fazit zu dieser Etappe und vielleicht dann auch später ein großes Fazit zum Wiener Rundum nutzen. Aus dem einfachen Grund, weil es später nicht zurück sein wird hier. Und ja, das Fazit für diese Etappe, die letzte, das fällt schon durchaus noch positiv aus, aber ja klar, man hat einiges an Asphalt dabei und man ist hier natürlich nicht allein, aber das ist halt hübsch. Da lernt man einmal Abschnitte von der Donauinsel oder von Wien kennen, die dann vielleicht nicht so geläufig sind. Und damit ist es durchaus noch ein gemütlicher Ausgang. Für Höhenunterschied gibt es nicht. Und damit, auch wenn man jetzt am Ende der 120 Kilometer vielleicht schon ein bisschen genug hat, dann schlägt man da doch noch guten Mut aus dem Ziel entgegen. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber. Also, es ist jetzt dann aus und es ist auch gut, dass es aus ist und nicht, weil wir jetzt irgendwie total die Schnauze voll haben, sondern weil es einfach ein schönes Gefühl ist, dass man was gemacht hat, richtig, dass man das einfach abgeschlossen hat. Und dafür bin ich den Schöpfern des Wiener Rundumatum auch sehr dankbar. Hier haben sie schon neue Perspektiven auf die Stadt eröffnet, in deren Nähe ich seit einiger Zeit lebe. Und es hat mir, auch wenn ich hin und wieder ziemlich geranzt habe, doch auch sehr viel Spaß gemacht, diesen Weg zu begehen. Wir haben es natürlich schon deutlich ernster genommen, als wie jetzt jeden Tag eine Etappe, sondern wir haben bis zu 7 Etappen an einem Tag gemacht. Deswegen waren wir auch in 5 Tagen fertig. Ich weiß nicht, ich glaube, das war die richtige Wahl, oder? Von der Anstrengung her ist das dankbar, ja. Das funktioniert. Und so gesehen kann man eigentlich insgesamt sagen, bei all dem, was uns vielleicht nicht hundertprozentig vom Hocker gerissen hat, also die schönen Momente und die schönen Erinnerungen, die werden sicher überwiegen. Und ich kann es jedem wirklich motivierten Wanderer, zumindest in Teilen, aber eigentlich auch als Ganzes, trotz alledem, trotz den Abschnitten, die vielleicht ein bisschen verkehrsverseucht sind, sehr zur Nachahmung empfehlen. Da vorne sieht man jetzt die Nordbrücke. Da ist jede Menge Autoverkehr. Die müssen wir zum Glück nicht nehmen, sondern daneben gibt es noch einen Fußgängerübergang und der gehört dann uns. Man unterquert in einer etwas ausholenden Schleife jetzt sowohl diese Fußgänger- und Radfahrerbrücke als auch natürlich vorher die Nordbrücke. Und diese Schleife, die holt da jetzt noch 100 Meter ungefähr aus und geht dann in einer sanft ansteigenden Rampe hinauf, sodass das auf Radfahrer problemlos bewältigbar ist. Da vorne war wieder mal so ein Punkt, wo das entscheidende Schild gefehlt hat. Da habe ich ein bisschen gesucht, aber nicht wirklich eins gefunden. Ich meine, es ist klar, über welchen Steg man drüber muss. Von da ist schon okay. Aber Schild ist leider aus. Vandalismus. Wahrscheinlich, ja, das ist irgendwie abgerissen, ja, weil die Kabelbinder bedienen diese Schilder möglicherweise angebracht sind an den Masten. Die sind da noch drauf. Und leider kein Schuh mehr. So, und auch wenn es da einen Mittelstreifen gibt, diese Brücke ist regulär nur für Radfahrer und Fußgänger. Und wenn man da schaut, da drüben hat man sich also diesen Autoverkehr über die Nordbrücke erspart. Und da kann man einmal schön hinüberblicken in Richtung Kahlenberg und Leopoldsberg, wo man ja, inzwischen vor 4 Tagen oben gestanden sind. Und wir alle, die vorhaben, den Wiener Rundum-Atum-Wanderweg zu begehen in einem Zug, also so 5 Etappen heute eigentlich für optimal. Unsere Etappeneinteilung war folgendermaßen: Wir sind gegangen
am ersten Tag von Wien-Nussdorf in Richtung Hütteldorf und sind dann in Hütteldorf wieder in die Schnellbahn eingestiegen. Am zweiten Tag haben wir dann die Etappen absolviert, die durch den Lainzer Tiergarten führen und sind bis Liesing gegangen, beziehungsweise dann sogar noch weiter bis zu uns nach Haus. Am dritten Tag haben wir also dann in Liesing fortgesetzt und sind aber auch wieder von uns daheim direkt weggegangen und haben also uns von Liesing durchgekämpft, tatsächlich bis zum Biberhaufenweg, also bevor die Etappen durch die Lobau beginnen. Das ist auch die einzige Station, die dann nicht mit der Schnellbahn erreichbar war. Und am vierten Tag haben wir uns dann von der Waldschule Lobau weg, also wieder mit dem Autobus dorthin kutschieren lassen, durch die Lobau durch, bis nach Gerasdorf gegeben. Das sind dann doch also 7 Etappen, die wir auf einmal gemacht haben. Und jetzt, am letzten Tag, also dann von Gerasdorf zurück nach Nussdorf. Und diese Aufteilung ist eigentlich ziemlich optimal. Also, das sind für uns Etappen von so, ja, zwischen ein bisschen über 20 bis knapp über 30 Kilometer gewesen. Und das lässt sich für einen halbwegs trainierten Wanderer an einem Tag noch bequem so begehen, dass er am nächsten Tag Lust hat, noch einmal 30 Kilometer draufzulegen. Ja. Das heißt, das funktioniert. Und das funktioniert auch bei meiner Mama, der jetzt natürlich, das ist ja keine Expedition, den Rucksack erspart hat, weil was ist da bei mir drinnen? Ja, 2-3 Kilo aus, fertig. Ja. Das zahlt sich jetzt echt nicht aus, dass man dann einen zweiten nimmt. Das ist auch für meine Mama gut gangbar. Und meine Mama ist jetzt, ich bin schon sonderlich jung und sie ist natürlich noch ein bisschen weniger jung. Also von daher, das ist auch mehr als offbare Leistung. Der Wegverlauf da ist auch noch interessant, der stellt uns eigentlich vor das interessante Problem. Wir haben jetzt zwar die Donau überquert, aber wenn wir jetzt so weit stromabwärts gegangen sind, haben wir uns ein neues Problem eingehandelt und dieses neue Problem heißt Donaukanal. Also für alle, die jetzt total verwirrt sind, wie viele Donau es in Wien gibt, nein, es gibt also einmal die Donau. Dann gibt es eine neue Donau. Dann gibt es die alte Donau und dann gibt es den Donaukanal. Das sind wirklich 4 verschiedene Dinge. Und jetzt haben wir also die alte Donau haben wir auf der Etappe nicht gebraucht, über die neue Donau drüber geschafft, dann haben wir es auch über den Donaustrom drüber geschafft und nur sind wir jetzt schon so weit stromabwärts, dass da vorher der Donaukanal abgezweigt ist. Und das verkompliziert unseren Wegverlauf jetzt doch ziemlich, weil wir müssen jetzt auch noch den Donaukanal überwinden. Und das führt halt jetzt dazu, dass man auf den letzten Meter doch einige Irrwege in Kauf nehmen muss, damit das halbwegs sinnvoll geht. Wenn man die Brücke verlassen hat, da genau schauen wir den Baum Wien runter mal drum. Wir gehen also da in dieser Schleife ganz eng nach links weg. Nicht irritieren lassen, da vorne gibt es nämlich ein Schild für die Radfahrer, wo steht Richtung Nussdorf. Und das ist aber die andere Richtung. Wir gehen dorthin, wo angeschrieben ist, Richtung Nussdorfer Steg. Oder eben man orientiert sich auf diesem wichtigen Schild, wo heute halt der Wiener Rundumadum-Wanderweg noch einmal ausgeschildert ist, zum Glück. Ja, und jetzt kommen wir da wieder unter der Nordbrücke durch. Da dürfen wir jetzt in einer bisschen ausholenden Schleife von der Straße zum Glück wieder weg. Und aufpassen, das ist auch ein Radweg. Also ein kombinierter Fußradweg. Und da erreichen wir jetzt die Möglichkeit, dann auch den Donaukanal zu queren. Das heißt, da macht man ein paar Pirouetten, bevor man dann endgültig im Ziel einschweben. Diese Schleife holt aus, geht aber etwa da vorne über den Rasen hinauf, wo es noch Lampen gibt, sondern die geht jetzt einmal da unten durch. Man erreicht dann einen Durchlass und in dem Durchlass nachher ist gleich ein Schild, das führt dann wieder hinunter. Also hinauf, hinunter, hinüber, hinein. Da ist wirklich der Wegverlauf echt verwirrend und da muss man froh sein, dass die Schilder einigermaßen vorhanden sind. Also wir kommen da jetzt wieder auf verschlungenen Wegen, ein bisschen von der Straße weg. Es ist gut und wir dürfen gespannt sein, ob wir schwimmen müssen oder auf welche Art und Weise wir dann über den Donaukanal drüber dürfen. Das Rätsels Lösung ist auf diesem Baum und auch auf diesem Geländer. Es geht da die Stiege hinauf über eine eigene Fußgängerbrücke.
Also, eigene Fußgängerbrücke ist leicht übertrieben. Er hat doch eine Radauffahrrampe. Aber man kann ja so tun, als ob. Und da kann man jetzt über den Donaukanal drüber, ziemlich schnell fließend. Da hat sich irgendwann einmal gedacht, dass es eine super Idee war, wenn man auch ein bisschen weiter nach Wien hinein mit dem Schiff fahren könnte. Und dann hat man sich für den Donaukanal entschieden. Jetzt kann man getrost behaupten, der Schluss ist ausbaufähig. Also ungefähr so, wie das angefangen hat, nämlich unter Beton. So hört das jetzt auch leider auf. Also wir sind da jetzt unterwegs. Da ist der Radweg und da ist die Straße. Und als Fußgänger ist man da recht in der Grünstrecke und da eher auf die andere Seite. Das macht mir jetzt aber auch gar keine Freude. Also von daher, ja, das gibt auch jetzt ein Rasenverkehr. Ne? Ja, schönerweise haben wir doch eine kurze Lücke gefunden zwischen Radfahrerhorden. Da ist viel Radlverkehr und kaum Fußgängerverkehr, obwohl es der offizielle Verlauf ist. Und da muss man höllisch aufpassen. Für alle, die es sonst nicht merken würden, steht noch extra da. Dank. Eines der letzten Schilder, rundum und um, ist jetzt bald zu Ende. Ja, da unter der Baustelle durch, bei dem Gerüst, da kannst du nicht nur in die Donau stürzen, beziehungsweise in den Donaukanal. Da kann man nämlich auch vorbei, schau. Super, oder? Am Abschluss, da hat man einen Wasserfall. Das ist nämlich, wo das Wasser in den Donaukanal hineinströmt. Und, ja, also Wien hat auch einen Wasserfall. Da drüben sieht man jetzt Nussdorf. Das ist der Bahnhof Nussdorf, wo man die Etappe auch beginnt. Und da die Hochstraße, ja, genauso wie wir da herkommen sind, mit einer Unterführung. Da haben wir das Erlebnis Wien rundherum fast schon geendet. Hier neben mir sieht man vom Nussdorfer Platz. Da wollen wir hin, wir verabschieden uns vom Treppelweg und vom Donaukanal und wandern da jetzt durch das Loch, durch das Finstere. Ja, und schon befinde ich mich wieder auf dieser Straße. Und zwar ein Schiff durch diesen herrlich unspektakulären Schiffstartwanderweg 1.1a. Das ist tatsächlich das Ende der 24. und letzten Etappe vom Wiener Rundumadum-Wanderweg. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin Flat dabei und vielleicht sieht man sich ja mal auf einer anderen Tour. Aber jetzt dann, ne? Jetzt habe ich eingeschalten, ne?